Ich sage das hier in aller Klarheit. Ich bin angetreten, um die bisherige Regierung und die bisherige Bundeskanzlerin abzulösen. Das ist der Grund, warum ich nicht in diese Regierung eingetreten bin als Minister. Daher ist es konsequent und richtig. Ich habe der SPD-Parteiführung deshalb heute Abend empfohlen, dass die SPD in die Opposition geht. Nachgefragt, schließen Sie definitiv aus, dass die SPD noch einmal in eine große Koalition geht? Ja. Also es ist völlig klar, dass der Wählerauftrag an uns der der Opposition ist. Frau Merkel hat, wie ich finde, eine dramatische Wortung. Aber diese große Koalition ist abgewählt worden. Das muss man deutlich sehen. Die Menschen wollen sie nicht. Und die Rolle, die wir zugewiesen bekommen, dann sind wir eine Oppositionspartei. Wir werden einen Plan für die Zukunft dieses Landes in soziale Gerechtigkeit. Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht. Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung. Wiederholen Sie die Frage nochmal. Ich bin da ein bisschen schwer von KP. Herr Schulz, schließen Sie aus, dass Sie in ein von Frau Merkel oder von der CDU-CSU geführtes Kabinett eintreten als Minister? Ja. Ja, ganz klar. In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nie eintreten. Thank you.